Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Spriteseeing mit Legend of Zelda A Link to the Past. Wir haben zwei der sieben Paläste in der Schattenwelt bereits erledigt. Der nächste, der ansteht, ist oben links im Schattenwelt-Äquivalent der verlorenen Wälder, dort, wo wir das Masterschwert gefunden haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir itemmäßig noch was benötigen, um dort reinzukommen oder nicht, weil die Lektion habe ich ja beim letzten Mal gelernt. Ich hatte die Zora-Flossen verpasst und schon mussten wir einen kleinen Sidequest angehen, sozusagen, um die Sachen anzugehen. Ich würde sagen, wir machen das mal, oder ich gehe jetzt dorthin, ja, und versuche zu ermitteln, was denn dort Phase ist. Wenn wir das ganz normal schaffen können, dann machen wir das und im Anschluss an den dritten Palast wird sich der nächste Teil dann darum drehen, dass man oder dass wir gemeinsam mal nach optionalen Items und Gegenständen und so weiter dann schauen, aber dass wir diese ganze Sidequest nochmal vielleicht in einen Teil zusammenpacken können. Ansonsten bin ich, glaube ich, jederzeit kreuz und quer in der Welt unterwegs. Und das kann natürlich eine halbe Ewigkeit dauern. Okay, jetzt bin ich einfach mal hier ins Wasser gesprungen. Mal sehen, wo mich der Strudel denn hinbringt. Strudel, Strudel, Strudel. Strudel. Da. Wo bringst du mich denn hin? Wo bin ich denn gelandet? Ah, okay. Ich bin im Hylia-See unten gelandet. Das ist ganz gefährlich hier. Ach du Scheiße. Da gehe ich lieber wieder zurück. Alter. Nee. Das fängt ja schon. Das fängt ja schon fantastisch an. Okay, dann. Ich habe nicht mal Feen hier. Oder vielleicht. Oh, aber gut, das ist vielleicht mal auch eine gute Idee. Dann sollte ich mal schauen, ob ich irgendwo hier an eine Fee komme oder nicht. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt hier. Deswegen komme ich irgendwo aus dem Wasser raus. Natürlich nicht. Natürlich. Kann ich darauf? Nee. Das ist alles arschig hier. Okay, baller bitte, bitte. Baller mich nicht. Baller nicht, baller nicht. Oh, Glück gehabt. Gut, dann müssen wir irgendwo einen Platz finden, wo wir mal in die Lichtwelt zurück können. Und dort, da hatten wir ja einen Platz entdeckt, wo wir echt gut. Schnell, schnell. Wo wir echt cool ein paar Feen sammeln konnten. Der ist es nicht. Alter, das ist sehr lustig, da springen tote Fische. Dann einfach raus. So. Spiegel. Und gleich mal verwenden. Ja, scheiße. Das hat's ja richtig gebracht hier. Gut, wo starten wir am besten? Starten wir bei uns im Haus. Da können wir wenigstens unsere Energie auffüllen. Mal gucken. Also, es sind ja noch etliche Items zu finden. Wir haben auch nur zwei Flaschen. Hier in der Nähe sind jetzt zumindest. Das war der Eingang dort, wo wir die Ocarina gefunden haben, ne? Wo die. Da, hier vorne am Eingang waren die. Oh, und da oben ist auch noch mein Warp. Nee, lauf. So. Dann werde ich erstmal hier beim Wäldchen in der Nähe gucken. Boah. Arschloch. Schnell, 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 schnell. So. Ha. Ihr könnt wohl nichts mehr, ihr Arschgeigen. Jetzt kann ich mit dem Masterschwert werfen. Goal. So. Ich weiß nicht, zweimal ist die Vier hier gespawnt. Hier, wo wir dann das Gras weggekattet haben. Okay. Dann hole ich mal sicherheitshalber Schmetterlingsnetz raus. Hier irgendwo, oder? Oder sind die. Kommst du jetzt nicht mehr? Das war zufallsgeneriert. Ob sie dann auftaucht oder nicht auftaucht. Ah, das ist natürlich nicht so toll. Probieren wir es noch einmal. Nee, dann war es wohl
doch nur ein glücklicher Zufall. Wir müssen eine andere Methode herausfinden. Wie man mit Federn umgehen kann. War da nicht mal was mit einem magischen Puder oder sowas? Mal nachdenken, magisches Puder. Ach ja, Moment. Da war doch was. Gucken wir nochmal kurz auf die Karte rauf. Wir waren doch hier. Hier war doch dieses Hexenhaus. Ausgerechnet da, wo wir nebendran waren in der Nähe. Da müsste ich eigentlich nämlich jetzt hin. Wir haben doch der Hexe den Mushroom gebracht. Den Pilz. Und die macht doch aus dem Pilz so ein Pulver, ne? Mit dem man Sachen verwandeln konnte. Das wäre nämlich jetzt relativ hilfreich für uns. Also genau, ich glaube, jetzt bin ich hier falsch abgebogen. Natürlich, ich muss noch einen weiter runter. Warte mal, was passiert, wenn ich an diesem Baum dotze? Dotz? Nichts. Na gut, ich wollte es einmal probiert haben. Komm, lauf, Link, lauf. Wow! Wie er gleich hinterherjagt, diese Arschgeige. Okay, hier durch. Einfach vorbeigerutscht. So. Und hier müssen wir auch gleich unser... Ups. Ja, mal sehen. Welche Uhr? Nee, ich muss... Ah, ja, super. Ich muss eh zur anderen Seite, aber wenn ich da hingehe, dann werde ich erstmal weggebeamt. Welche war hier mein... Okay. Ich muss jetzt hier erstmal weghauen. Scheiße, ich wollte doch nicht nochmal runter. Müssen wir aber den Spiegel uns holen. Ja, das ist auch, dass der hier sich verwandelt. So. Ups, da ist das Hexenhäuschen in der Dunkelwelt, in der Schattenwelt. Hier war aber einfach nur ein Dieb in der aktuellen Location, oder nicht? Oder? Da gab es auch so das Schatzhausspiel hier. Ne, ein Laden war es. Okay. Dann gehen wir einmal in die Lichtwelt. Über. Da ist das Heck, die Hexe ist jetzt da. Okay, reden wir nochmal mit der. Danke, Junge. Geh mal gleich in den Markiershop, dann bekommst du etwas Gutes. So, das hat sie vorhin schon gesagt, aber. Da müsste sie doch. Ah, da ist es genau, dieses Säckel. Das war vorhin nicht da. So. Wir nehmen mal. Das Zauberpulver. Streue es auf Gegner und viele andere Dinge. So, das Zauberpulver ist hier. Und ich glaube, wenn ich es benutze, dann verliere ich zwar magische Energie, aber Gegner verwandeln sich. So, wir suchen mal einen Gegner. Und ich streue mal das Pulver. So. Es hatte sich in was anderes. Können wir nochmal? Nee, einmal reicht. Okay. Bei dem klappt es nicht. Aber ich glaube, irgendwelche der Gegner kann ich in Feen verwandeln. Was natürlich sehr, sehr, sehr nützlich wäre. Ne? Kommen wir in den E-Shop. Wasserfall der Wünsche. Alter! Da hat's gar nicht gebraucht, dass ich dann verwandle. Okay. Haben wir noch eine? Ne, da gab's nur eine Biene. Wollen wir aber nicht. Ey, dieser Baum stört mich hier. Müsste ich doch irgendwie kaputt dotzen können, oder nicht? Dann gehen wir nochmal rein und wieder raus. Das magische Pulver ist wichtig. Weg damit. Boah, ein Gegner. Scheiße. Ah, ich wollte doch das... Fuck, ich dachte, ich habe das magische Pulver noch. Verdammt so. Er hat sich in eine Zwiebel verwandelt. Okay, der war wohl keine Fee. Ah. Komm her. Komm her, du geile Fee. Nein, flieg nicht weg. Da. Super. Okay, aber sehr schön, dass wir das Zauberpulver plus die Fähigkeit bekommen haben. Warte mal, ich werde auch mal die anstreuen. Okay. Der wird auch zu so einer Zwiebel. Wir speichern da mal ab und starten an der hier am
Tempel, eine Pyramide. Jetzt bin ich natürlich dazu verleitet, alles anzustrahlen, was ich finde. So, du? Ne, auch nur eine Zwiebel. Aber es gibt mir Energie wieder. Jetzt mal ausloten, welche Gegner sich in Feen verwandeln. Das wäre sehr, sehr wichtig. Was ist mit dir? Scheiße. Nee, die verwandeln sich nicht. Sind eh recht hartnäckig. Alter, meine Energie. Habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Wow. Du Saftnase. Verdammter Zyklop. Okay, dann wollen wir doch mal gucken, wie kommen wir am besten dahin. Ach nee, ach verdammt, wir müssen ja hier hin. Scheiße. Ich dachte wieder an Tempel Nummer 3, aber hier ist es ja schon Nummer 6. Bin ich ja hier ja ganz falsch. Wie müsste ich denn da am besten gehen? Die Frage bleibt. Ja, da komme ich da so nicht rüber. Da muss ich irgendwie noch. Ich muss da oben mal schauen, ob ich irgendwie hier auf diese Stelle dann komme. Oder muss ich gar hier irgendwelches nehmen? Nein, hier komme ich ja später hin. Und von da aus, weil hier unten von Kakariko aus ging es ja nicht durch. Da war ja das irgendwie nochmal zusätzlich versperrt. Oder ging das jetzt, wo ich das Kraftarmband hatte? Heavy, heavy, heavy stuff. Wir probieren es einfach mal. Wir gehen einfach mal unten lang, wenn wir schon mal hier sind. Ich brauchte den Hammer, glaube ich, hier, ne? Oh, aber ich will jetzt mal den Enter halten, genau. Gegner von Weitem angreifen. Das ist doch schön. Scheiße. Meine Methode, um hier einmal. Gerne auch mal ein bisschen. Okay, der ist gleich wieder da. Mit den Zyklopen kann ich nichts anstellen, ne? Schade. Schade, schade. So. Ah, die kann ich stunnen damit, okay. Und den auch. So. Keine Energie. Energie ist doch das, was ich brauche. Mann! Gib mir doch das Gute. Dieses Herz, ach, dieses Herz ist schön. Wow! Nicht du. Okay. Ledig. Aber hier war ja mein Haus. In der Vergangenheit, würde ich schon sagen, in der anderen Dimension. Das ist ja hier nicht Ocarina of Time. Das sind ja Paralleldimensionen. Das goldene Land. Ups, wo sind wir hier? Ne, noch einen weiter. Wie mich denn hier bewegen? Oh, da kann ich was. Okay. Oh! Oha, oha, oha. Alter, das ist ja fantastisch. Oh, das müssen wir uns aber merken. Okay, das bringt jetzt natürlich nichts, dass ich sie einfange. Außer ich bin mal ein bisschen schnippisch und versuche sie mit dem Enterhaken zu mir zu holen. So, das reicht. Mal gucken, wenn wir wieder reingehen, haben wir wieder vier Feen. Okay, dann haben wir unseren neuen. Ja, sind wieder zu viert. Okay, super. Das heißt, das ist der Ort, wo wir uns aufladen können. Merken, merken, merken. Da in der Nähe von meinem Haus, bei diesen vier Bäumen drumherum. Man merkt wieder, dass jemand lange Zeit kein Ocarina of, kein Link to the Past mehr gespielt hat. Das ist sehr oldschoolig knifflig, ne? Also es ist kein super hartes oder super schweres Spiel per se, aber es ist trotzdem mit der Barrage, ne? Die Gegner, die einfach auf dich richtig reinkommen, reinprügeln, reinhauen, das ist not so easy. Das ist nicht so leicht, da erstmal wieder mit diesem konstanten Druck dann umzugehen. Nee, ach, bei denen hatte ich schon. Bei dem Pelle hatte ich gespielt. Ach, deshalb konnte ich nicht durch, ne?
Ja, scheiße, das ist die falsche Ecke hier. Und wie war das, wenn ich bei dem Typen hier, wo man graben konnte, vielleicht das Minigame einmal machen? Ah, oder sollte ich... sollte ich vielleicht beim Berg irgendetwas machen? Okay, ja, dann lass mich mal. Okay, lass mich durch, lass mich durch. Mal sehen, wie viel wir 30 Sekunden weggraben können. Ja, und hier ist kein Durchgang, ne? Ja, mir fehlt natürlich... ich kann den einen Schädel da nicht wegheben. Scheiße. Ich glaube, ich habe ein Verlustgeschäft gemacht hier. Vielleicht kann ich hier noch dann oben dran vorbei, aber das hilft natürlich nichts. Okay, mal gucken, wo sind wir hier? Ne, warte, machen wir das mal so. Gehen wir wieder mal vom Tempel aus. Irgendwie muss ich doch da zur oberen Seite. Das muss uns doch irgendwie dann weiterhelfen. So. Dungeon, Dungeon, wo bleibst du? Ich suche mal eine Stelle, wo ich ins Wasser springen kann. Lass die Dunkelheit nieder, mal schauen. Hier kann ich ins Wasser... ah, das habe ich vorhin schon gemacht, aber da konnte ich da nicht durchschwimmen. Vielleicht kann ich aber hier irgendwie zur östlichen Seite, zur westlichen Seite kommen. Weil das ist ja das Wichtige, ne? Ah, okay, ich weiß, wie ich da hinkomme, ich weiß, wie ich da hinkomme. Okay, dann machen wir das nochmal. Weil ich habe keinen Bock, da jetzt mich irgendwie rauszuquälen. Ist auch so ein Mittel mit dem Speichern und Neustarten, das ich natürlich hier hauptsächlich verwende, um mir ein bisschen Gelaufe zu ersparen. Aber da sowas machen ja auch viele Speedrunner. Ja, wenn sie dann, ja auch primär natürlich, um sich das Gelaufe zu ersparen, aber da wird der effizienteste Weg immer am ehesten gewählt. Ja, und die wissen dann, okay, ich spare so und so viele Sekunden damit. Anstatt mich jetzt da rauszukämpfen und dann wieder dann hochzukommen. Okay. Beide erledigt. So. Ja, einmal dran vorbei. Das ist die... das müsste es nämlich sein. Genau, das war's. Man braucht den Enterhaken, damit wir uns da einmal rüberzwiebeln. Ja, den haben wir auch geschafft. So, komm her. Und? Hilft das? Hilft das? Ja. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir erstmal hier. Ah, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ja, sehr schön. Das bringt uns jetzt rüber. Kakariko. Und? Natürlich auch. Oh, eine Fee, komm her. Oh, ist das geil. Okay, das ist ein Schädel, der... nee, der wacht nicht auf. Aber jetzt finde ich viel mehr Feen, jetzt wo ich sie nicht unbedingt brauche. Also hier müsste die Kathedrale doch sein, oder? Ja. Okay, hier war mal die Kathedrale. In der Lichtwelt. Mal sehen, wo ich hier denn rauskomme, wenn ich hier reingehe. Das ist einfach der Durchgang zum Berg. Okay, was ist das denn? Hallo? Hey Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Weil die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine, glaub mir, es lohnt sich. Ja, das habe ich schon oft gehört, dass es sich lohnt, aber komm. 20 Rubine. Ja, komm. Danke, Kumpel, ich verrate dir etwas. In der Pyramide traf ich eine echte Schönheit. Der Eingang ist versperrt, normale Bomben richten da nicht aus. Oh, schade. Ah. Der sagt, nee, interessiert mich nicht. Ich habe keine Lust, mit Leuten zu sprechen, die Plasien. Hau ab. Ey, mach die Schnauze, du hast... aber zumindest, ja, die eine, dieser eine Riss in der Wand, da konnte ich mit normalen Bomben nicht wirklich was anstellen. Aber es ist gut zu wissen, dass es nicht an mir lag, sondern dass es eine offizielle Bewandtnis dort hat. Aber das hätte ich auch natürlich für weniger als 20 Rubine dann erfahren können. So.
Höhle. Ja, danke für den Hinweis. Gucken wir mal, wie Kakariko ausschaut. Oh ne, das ist es noch nicht. Ein weiter. Und wie wir von dort aus ins welche kommen. Da ist es ja. Oh, aber besonders fremdenfreundlich ist es hier nicht gerade. Guck mal, wie viele Herzen da sind und die ich die alle nicht brauche. So, was steht denn hier? Skelettwald, das Dorf der Verbannten. Oh, in den Skelettwald müssen wir gleich. Hier ist wieder eine Wahrsagerin. Moment. Wegdotzen. Alter, so viele Feen. Und ich habe nur so wenig Flaschen. Na gut, gucken wir mal erstmal im Dorf der Verbannten vorbei. Alter, Geister. Geister fliegen hier herum. Okay, mal sehen, was wir hier alles anstellen können. Vielleicht können wir ja kurzfristig irgendetwas schaffen. Ah, warte mal, das ist gottverdammter Dieb. Und ich treffe ihn noch nicht mal. Ich muss aufpassen, weil ich glaube, der klaut mir mein Schild. Oh, was ist hier? Was ist hier? Kann ich jemandem das Taschengeld wegnehmen? 300 Rubine, alter Falter! Und natürlich voll. Mensch. Das hat sich ja mal gelohnt. Ich bräuchte mal wieder was, wo ich dann viel Geld ausgeben muss. Wie hier beispielsweise. Okay, hier brauche ich den Hammer. Dots. Mal sehen, was hier Phase ist. Ach, einfach nur ein Geschäft. Das brauchen wir nicht. Dots. Ey, du Arschloch. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch extra meine Weitwurf- oder Weitschusswaffe angewandt. Weil ich genau das hier nicht machen muss. Oh Mann, das Haus ist natürlich zerstört. Das Dorf der Verbannten. Kein zu viele Leute ohne Rubine. Hier findet man natürlich nichts. Komm her. Du dummer Geist. So. Hier waren. Okay, Statünchen sind jetzt hier. Skeletthühnchen, die ich natürlich auch angreifen kann. Oh Gott. Da fliegen die Skelettkühnchen her und versuchen mich zu ermorden. Nee. Da falle ich nicht nochmal drauf ein. Ja, ist alles wirklich hier halb zerstört. Im Dorf der Verdammten. Oh, aber ey, jetzt finde ich Feen alle Nase. Ich habe bestimmt am Ende vergessen, wo sie alle sind. Dann bin ich angeschissen. Oh, wieder einer dieser Diebe. Aufpassen, aufpassen. So. Oh, ein Kistenhaus. Was ist denn hier los? Okay. Kannst zwei Truhen öffnen. Ja, lass doch mal machen. Ich nehme die hier. Na gut, nicht mehr gebracht. Und ich nehme die hier oben. Okay, angeschissen. War keine gute Wahl. Mehr Truhen kannst du nicht öffnen, nee. Ich weiß nicht, ist da auch ein Herzteil drin? Ich bezweifle es. Ich bezweifle es stark. Übrigens hier war ja. Genau, da war der Vogel. In der Lütz, der weggeflogen ist. Hier wäre der Eingang für Dungeon Nummer 4, oder? Genau, das ist aber noch nicht unser Bier sozusagen. Das müssen wir hier noch nicht auflösen, wie das funktioniert oder nicht funktioniert. Das kommt erst einen kleinen Tacken später. Wow, fast. Fast. Okay. Was ist denn hier los? Zack. Und zack. Und zack. Okay. Das ist hier ein bisschen anders als in Kakariko. Ja, kein Zutritt für Leute ohne Rubine. Haben wir schon gehört, hier war das Haus des Dorfeldes hier. Das ist hier einfach nur eine flache Ruine. Da kommt nichts bei rum, ne? Na gut, dann schauen wir mal, ob wir den Zugang zum nächsten Tempel finden. Oder nicht? Oh, was ist das denn? Oh, hier komme ich natürlich nicht durch. Da fehlt mir der falsche Handschuh. Oder der, besser gesagt, ich habe den falschen Handschuh, mir fehlt der richtige. Oh nein. Sag mir bitte nicht, dass ich hier nur lang komme.
wenn ich den anderen Handschuh habe. Ja gut, hier hieß es ja auch Dorf der Skelettwald, ne? Ey, du Saftnase! Ey, verdammt! Ah, okay, hier habe ich trotzdem Zutritt, ohne dass ich unbedingt den Titanhandschuh, glaube ich, der was, ja, haben muss. Da komme ich nicht durch. Alter, der hat mein Schild geklaut. Der hat meine Bomben geklaut. Also mein Schild ist jetzt weg. Du Ficker. Ey, das gibt's nicht. Ich hab nicht aufgepasst. Mein Schild ist weg. Ich hab mir nur die scheiß Bombe wiedergegeben. Die hätte sie auch behalten können, ey. Arschloch. Ja, das wird jetzt ein bisschen kniffliger. Kann ich hier durch? Ja. Okay. Ja, das ist die Unterseite, durch die wir nicht durchponden. Das ist natürlich durchaus sinnig. Irgendwo sich ein Schild nochmal zu holen, aber ich will nicht den langen Umweg ins Dorf wieder machen. Vielleicht schaffen wir das auch ohne Schild erstmal. Oder wir finden im Dungeon näher eins. Okay, das ist jetzt. Das sieht hier gefährlich aus. Okay, komm, komm, komm. Arschloch, so. War es nicht so? Kann ich den nicht mit Bomben irgendwie? Dieses Skelettkörper? Nee. Den zumindest nicht. Weil es offene Köpfe, den ich was anstellen kann. Da bin ich mir sicher, dass da was geht. Kann ich den vielleicht andotzen? Dann gucken wir uns mal den anderen Weg an. Ist hier ein bisschen fieser und kniffliger natürlich als die Lichtweltausgabe. Verdammte Schildanfahrer, ey. Wo kann ich den vielleicht mit dem Hammer? Nee. Das klappt nicht. Das hat auch nichts gebracht. Welchen Weg müssen wir nehmen, um zu Tempel Nummer 3 in der Schattenwelt zu gelangen? Das könnte das Richtige sein. Können wir hier durch? Ah! Okay. Gut, dass ich das nochmal probiert habe. So. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Da. Ich glaube, wir kommen dem Tempel verdächtig näher. Ich hoffe es jedenfalls. Und von der Seite kann ich jetzt noch nicht erinnern, dass wir da gewesen sind. Wo sollte er denn sein? Ich bin doch noch ein ganzes Stückchen weit weg. Okay, da komme ich nicht hin von da aus. Vielleicht. Irgendwo war noch so ein offenes Ding. Oh, und super, eine Fee. Wo komme ich denn hier raus? Bin ich wieder raus aus dem Wäldchen, ne? Oh, ist es da, wo ich reingekommen war? Ne, oh, das ist was anderes hier. Hier war ich ja noch gar nicht bisher, ne? Alter, jetzt kommt Feen ohne Ende. Gehen wir in das Häuschen gleich dort rein. Ich bin gleich, wenn ich diese Dinger sehe, bin ich erpicht darauf. Einfach zack, 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 wie die da zusammenschmelzen. Das ist schon der Hammer. Hier ist auch kein versteckter Bombenpfad. Okay, du hier. Was kannst du für mich tun? Oh, ein Schild kaufen wir uns. So, viel besser. Dafür lohnt es sich auch,
ein bisschen Wechselgeld auf Tasche zu haben. Und hier runter. Ach, das ist der Weg zum Berg, ne? Sollten wir den vielleicht nehmen, weil da oben ist ein Herzteil. Alter, wie viel Energie der mir weggehauen hat. Dieser Wichser. Okay. Mann, so... Ey, zweimal berührt nur und ich hatte volle Energie vorher. Okay, ich habe den Enterhaken. Sollte mir weiterhelfen. Scheiße. Okay, na gut, nee. Das hilft mir hier nicht besonders viel weiter und ich lande natürlich wieder am Eingang. That has nothing gebracht. Satz mit X war wohl nix. Oh. Und es war wohl auch nix. Verdammt. Zum Glück haben wir die Fee. Ja, jetzt könnte ich mal eine von diesen 30 gebrauchen, die ich zwischendurch gesehen habe, damit ich wieder meinen leeren Kasten auffülle. Okay, wo bin ich hier denn gelandet? An der Unterseite des Walls. Ah, ich muss da unten wieder rein, ne? Okay. Muss ich wieder... Ah, nee. Das, genau, das war es ja. Von da unten konnte ich ja nicht, weil... Oder? Nee, doch. Nee, ja, ich bin doch hier rein. So. Ah, ich sollte mehr Enterhaken verwenden. Das ist gut. Ah, okay. Ich hätte gedacht, wenn ich das mache, stürze ich in das Loch rein. Okay, dann die offenen Münder sind hier durch. Alter, was ist denn... Ah! Das ist schon der Dungeon, ne? Okay. Super gut. Gut, dann haben wir es in den Dungeon Nummer 3 reingeschafft in der Schattenwelt, aber den werden wir nicht heute angehen. Warte mal, den muss ich erstmal legen. Den werden wir nicht heute angehen, sondern erst in der nächsten Ausgabe von Sprite Seeing mit A Link to the Past. Ich war der Gregor. Ich sage ciao, ciao, bye, bye und Schwing! Bis dann.